Hast du eine Toilette? Nein, ich scheiße in den Garten. Also dieser Moment, ne? Dann denke ich mir, natürlich habe ich eine Toilette. Wer nicht? Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Diesmal beginnen wir dieses Video mit einer Frage. Und zwar, was machst du als erstes morgens, wenn du aufstehst? Gehst du erstmal eine Zigarette rauchen? Trinkst du Kaffee? Zähne putzen? Da bin ich echt gespannt drauf. Ich erzähle euch jetzt, was ich als erstes mache. Und das sind zwei Sachen, die aber wirklich jeden Tag sind. Und das ist einmal Zähne putzen gehen, also direkt als erstes Zähne putzen gehen und direkt hinterher die Nase putzen. Das ist tatsächlich, ich muss jeden Tag morgens die Nase putzen. Und meistens gehe ich danach noch Pipi machen, aber das ist halt nicht jeden Tag. Aber Zähne putzen und Nase putzen, diese zwei Sachen direkt nach dem Aufstehen, das ist ein Muss. Ich werde mich jetzt erstmal umziehen und mich ein wenig fertig machen. Meine Haare hatte ich gewaschen und die sehen dann so aus, also ich hasse es. Oh, immer so am Waschtag ist das ganz schlimm. Am nächsten Tag legt sich das dann und dann geht es so einigermaßen, aber am Waschtag, dann sehen die echt, die stehen dann unten so ab, die sind gewellt, weil ich ja eigentlich auch ja so leichte Locken habe und mag ich so irgendwie momentan gar nicht. Dann wollte ich nachher aber ein Thema ansprechen. Ich hatte mit dem Carlos ein ernstes Gespräch. Für mich ist es auf jeden Fall wichtig. Und ja, darüber wollte ich mit euch nachher noch reden. Und jetzt nehme ich euch mit rüber zum Schminktisch. So, ihr Lieben, ich sitze vor meinem Schminktisch, ja, vor meinem Spiegel, Schminkspiegel. Und das ist ja auch eigentlich so der Platz, den Platz, den ihr so kennt. Ich habe meine Haare jetzt einfach nur ein bisschen glatt gemacht, also wirklich nur hier so ein bisschen. Wimperntusche habe ich drauf, da habe ich jetzt einfach so eine günstige von Essence genommen. All Eyes on Me, also nichts Besonderes. Ich meine, die hat 1 Euro irgendwas gekostet. Und ja, die tut's einfach. Und dann benutze ich halt fürs Gesicht nur eine Creme. Und zwar die No Make-up Creme. Die spendet sehr viel Feuchtigkeit und die riecht mega gut. Nach was riecht die? Dein Schlüssel zu makelloser Haut. Ich glaube nach Aprikose. Ja, ich würde. Ach, es ist schwierig. Doch, ich würde Aprikose sagen. Und ja, damit schminke ich mich, sage ich, damit creme ich mich dann jeden Morgen ein. Wenn ich mich denn nicht schminke, wenn ich mich schminke, dann sieht der Ablauf ein wenig anders aus. Und ich bin gerade ungeschminkt. Was ich halt gerne mal mache, ist halt wirklich die Wimpern, wie jetzt gerade, was aber auch eigentlich selten vorkommt. Und die Lippen. Jo, wenn ich die Lippen gemacht habe, ich zeige euch gleich mal, was ich für die Lippen benutze. Ich fühle mich damit einfach viel wohler. Aber es gibt halt auch ja, Tage, eigentlich sehr oft sogar, wo ich mich einfach nur morgens mit der Creme, ich wollte schon wieder Schminke sagen, wo ich mich damit eincreme und dann war es das auch. Ja, so Make-up und so benutze ich eigentlich sehr, sehr selten. Also wirklich sehr, sehr selten. Also Foundation, ja. Und Augen-Make-up benutze ich doch schon ab und zu mal. Das mag ich sehr gerne. Aber das auch eher am Wochenende oder an besonderen Tagen. Und für die Lippen, da benutze ich einmal von Maybelline ein Lipgloss. Ich liebe es. Also ich habe jetzt zwei davon. Ich habe noch eins in so einem Bärenrot. Und dieses hier, die Farbe, die mag ich so sehr. Ihr wisst ja, dass ich so schmale Lippen habe. Und die wollte ich auch demnächst auch wieder aufspritzen lassen. Nur wird das Ganze erst im August, also jetzt nächsten Monat sein. Aber die Zeit vergeht ja viel schneller, als man manchmal denkt. Sind halt beide, also Jane und Melina ist in der Kita. Da habe ich halt auch viel mehr Zeit für mich. Und dann kann ich halt solche Sachen erledigen. Und deswegen dachte ich mir, okay, wieso sollte ich das jetzt am Wochenende oder nachmittags, also abends machen? Nein, dann verschiebe ich das einfach und dann ist gut. Ja, so sieht dieser einmal aus. Jetzt wollt ihr bestimmt wissen, welche Farbe. 65. Und sehen, ja, ne? Also die Farbe ist so schön, Mädels. Wirklich sehr, sehr schön.
So, den mache ich mir jetzt drauf und dann seht ihr auch schon, wie die Farbe ausschaut. Und vor allem mache ich mir das so drauf, dass die Lippen auch noch ein wenig voller Größe ausschauen. Ja, die Kleine ruft nach mir. Mama ist hier. Die Hände kleben. Ich komme sofort. Ja. Dann gehen wir ins Badezimmer, ja? Tu mir die Hände waschen. Es trocknet jetzt noch ein wenig und dann ist es fertig. So, ich gehe mal eben mit ihr die Hände waschen. Die Hände kleben, dann los. Hände kleben, die Hände kleben. Die Handseife ist voll cool, nur leider macht diese keine Musik. Von Anfang an leider nicht. Die war wahrscheinlich leer. Ich weiß gar nicht, wo das Ding hier noch hängt. Fertig? Das gefällt dir, ne? Ich sitze wieder hier und ja, es ist ausgetrocknet und ich sag's euch, der hält den ganzen Tag. Ihr könnt damit rauchen, knutschen, alles, wirklich alles. Mega. Ich möchte auf jeden Fall noch einen haben. Weiß noch gar nicht, welche Farbe, aber wir haben tolle Farben. Der ist matt, was mir sehr gut gefällt. Also diese Farbe ist wirklich wunderschön. Gefällt mir. Also die ist wirklich wie für mich gemacht und werde ich mir auf jeden Fall nochmal nachkaufen, aber den habe ich jetzt auch noch gar nicht so lange. Heute kommt auch noch ein Bauherr, der sich da uns die Öffnung anguckt, hier für den, also der Durchbruch besteht ja schon, für die Treppe. Und wir hatten ja jetzt auch schon zwei da gehabt, jetzt vor kurzem. Kennt ihr diesen Moment, wenn, wenn ihr Besuch habt, ja, und die fragen dann nicht, wo ist die Toilette? Die fragen dann, hast du eine Toilette? Nein, ich scheiße in den Garten. Also dieser Moment, ne? Dann denke ich mir, natürlich habe ich eine Toilette, wer nicht? Ich werde euch jetzt mit rübernehmen ins Wohnzimmer. Ich mache mir jetzt erstmal eine heiße Schokolade und dann reden wir über das Thema Kinderwunsch. Ich habe es mir jetzt hier ein wenig bequem gemacht. Ich habe eine heiße Schokolade hier und die schmeckt so gut. So, so gut. Das ist eine von Action, die eigentlich oder ja, die ist ausverkauft, meine ich. Denke aber, dass diese auch noch mal kommen wird, jetzt wenn es wieder kälter wird im Herbst, sage ich mal. Und zwar ist das hier diese, das ist jetzt die Classic, die gibt es aber auch in Dunkel. Dieses schaut so aus. Und zwar hat mir diese eine liebe Zuschauerin geschickt. Ja, sie hatte noch oder konnte noch drei Pakete bekommen und diese, oder vier, ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat sie mir diese zugeschickt und ich bin so happy. Wirklich so, so happy. Mega, also da bin ich ihr so dankbar. Ja, meine Tochter, die ist ja am Spielen. Ich wollte, dass sie jetzt in meiner Nähe ist. Und deswegen ist es ein wenig lauter. Na, Mäuschen? Melina, alles gut? Das, wenn ich, wenn sie sagt, sagt nicht ja, ich sag, Ja, Thema von heute und jetzt Kinderwunsch. Ich hatte mit Carlos darüber gesprochen und dieses Gespräch war ein sehr intensives Gespräch, ein ehrliches Gespräch, ein ernstes Gespräch und er hat mir ganz klar gesagt, dass er keine Kinder mehr haben möchte. Es ist nicht so, dass er einfach nur gesagt hat, ich will keine Kinder mehr und Ende. Nein, ich habe natürlich ganz klar gefragt, wieso, weshalb, warum. Denn mir ist es wichtig zu wissen, wieso, ja. Und da hat er mir natürlich erzählt, warum es so ist. Also zu einem sind Kinder nicht leicht, ja. Sehe ich genauso. Kinder brauchen viel Aufmerksamkeit.
Kinder, wollte jetzt nicht sagen, dass sie teuer sind, aber Kinder brauchen halt Sachen, sie haben Wünsche und ja, dann kommt es noch dazu, wegen dem Ausbau, da müsste man halt noch ein Zimmer mehr gucken, dass wir noch ein Zimmer mehr haben. Das ist aber jetzt nicht unbedingt so das Problem, denn das ist möglich. Wir haben ja oben 70 Quadratmeter, also das ist überhaupt kein Thema. Aber das ist der wichtigste Punkt für ihn. Also da er sagt, es gibt einen Punkt, wo, wenn er drüber nachdenkt, dann wird ihm übel und das ist der Grund, warum das Thema dann für ihn halt gegessen ist. Und zwar ist es dieser Punkt, dass ich ja krank bin. Ich habe eine kranke Leber, sagen wir mal so. Das heißt, die Werte sind ständig erhöht, ständig. Wirklich so hoch, dass wenn ich mal einen Arztbesuch habe und es wird, der Blut wird irgendwie kontrolliert, dann heißt es direkt ab ins Krankenhaus. Ja, das habe ich alles schon durch, vor allem nach der Schwanger, nachdem Melina geboren wurde. Und das ist dann halt so, dass ich dann, es gibt Tage, wo ich mich schwach fühle, Tage, wo der ganze Körper juckt. Und das ist dann dieser Anzeichen für mich, wo ich weiß, okay, die Leber ist wieder, die Werte sind wieder höher und deswegen juckt der ganze Körper. Da bekomme ich kalte Füße, nee, nasse Füße, also wirklich ganz nass. Es ist ein Gefühl, wo man sich unwohl fühlt, ja, so richtig unwohl. Ja, mittlerweile habe ich mich damit, wie sagt man, ich kann damit umgehen, ja, ich kann damit umgehen, wenn sowas passiert. Ich weiß, was ich zu tun habe und das ist auf jeden Fall schon mal gut. Aber bei der letzten Geburt war das schon sehr schlimm. So schlimm, dass er mich verlieren konnte, so wie auch Melina oder auch ihr beide. Und das möchte er einfach nicht. Er hat einfach zu sehr Angst, dass da einer von uns dann drauf geht. Ja. Weil eigentlich vor das Ganze, ja, also vor Melinas Geburt, also nur mit Jano, also als wir zu dritt waren, so, ich und manchmal erklären, ja, als wir zu dritt waren, haben wir natürlich beschlossen, dass wir noch ein Kind bekommen, die Melina, und direkt hinterher noch ein drittes. Nur dadurch, dass das Ganze mit der Leber passiert ist, war für ihn und auch für mich, ja, für mich genauso, wo wir gesagt haben, okay, nein, kein Kind mehr. Es war eine normale Geburt, eine schöne Schwangerschaft, aber hinterher war es einfach nicht so toll. Ja, deswegen kann ich ihn auf einer Seite verstehen und auf der anderen Seite eben nicht, weil ich habe diesen Wunsch und ich denke einfach täglich daran. Und dazu kommt, dass ich einfach der Meinung bin, dass ich das mittlerweile im Griff habe. Ich verzichte, also ich darf nicht alles essen und ich verzichte da auf vieles. Ich achte sehr auf mich. Ja, und ich denke, dass wir es doch versuchen sollten und sollte wieder was sein mit der Leber. Ich bin mir sicher, dass wir das in den Griff kriegen oder dass ich da auf mindestens frühzeitig reagieren kann. Ja? Dann kommt noch ein Punkt, da sind wir gleicher Meinung. Und zwar wäre das dann die fünfte Schwangerschaft, die erste Schwangerschaft. Da habe ich ja mein Kind verloren. Da wollte ich auch noch was zu erzählen, aber das mache ich in einem anderen Video. Ich glaube, ich erzähle so zu jeder Schwangerschaft mal einen Bericht, ja? Also erstes Kind verloren, dann kam der Giano, den hätten wir auch schon fast verloren. Dann kam die Merle ist aber verstorben. Und dann die Melina. So, das erste Kind. Eine Hausgeburt, das zweite Kind, Jano, ein Notkaiserschnitt, das dritte Kind, die Merle, die wurde geholt und wurde dann hinterher noch operiert, eine Ausschabung. Und Melina, eine normale Geburt, aber da habe ich sehr, sehr viel Blut verloren. Ja, aber die letzte war somit die schönste. Und ja, das wäre dann die fünfte Schwangerschaft und ich. Ja,
Also ob mein Körper das mitmacht. Ich bin ja noch jung. Was heißt jung? Also ich habe immer gesagt oder mir vorgenommen, Kinder bis zum 30. Geburtstag zu haben und danach nicht mehr. Ich bin 30 und ich werde noch dieses Jahr 31. Und deswegen habe ich für mich beschlossen, entweder jetzt oder nie. Ja? Und wahrscheinlich ist es deswegen so ständig in meinem Kopf und ständig da. Ich wollte jetzt auch demnächst, oder ich werde gleich, sagen wir mal so, ja, das werde ich gleich machen. Ich werde beim Frauenarzt anrufen und mal gucken, ob ich da jetzt einen Termin bei meiner Ärztin bekomme, weil ich das ganze Thema auch da nochmal besprechen möchte. Vielleicht räumt es mein Kopf komplett wieder auf. Ja, ist das, was ich meine, dass ich da irgendwie so Ordnung habe oder eine Richtung habe, wo ich hinzugehen habe, so mit meinen Gedanken. Ja. Das ist halt so der Grund, warum er sagt, ich will es nicht. Und ja, es ist einfach nicht einfach, weil für mich platzt einfach ein Traum. Ich habe früher mal gesagt, wenn ich mal groß bin, dann werde ich viele Kinder haben. 5 Kinder. Und da hatte meine Mama immer gesagt, Kind, wärst du erstmal groß und dann will ich sehen, ob du 5 Kinder hast. 5 Kinder. 2 sind schon jede Menge Arbeit. Meine Mama hat 3 Kinder, ne? Also ja, aber ich hatte diesen Wunsch, einfach eine große Familie zu haben. Diesen habe ich immer noch. Klar werde ich keine 5 Kinder mehr haben. Aber wobei, wenn ich jetzt nochmal schwanger werden sollte, sind es 5 Schwangerschaften. Für mich sind es dann auch 5 Kinder. Wobei ich dann 2 Kinder im Herzen habe. Aber ich habe dann meine 5 Kinder. Also so ist es nicht. Die Melina, die möchte mir gerne zeigen, was sie da gebaut hat. Und dann werde ich das Video auch hier beenden. Ich nehme euch jetzt da noch mit. Zeig mal, Mäuschen, was hast du gemacht? Oh. Cool. Ist das ein Haus? Ist das unser Haus? Das Schön. Papa-Eis. Papas Haus. Aha. Das Und das ist Mama-Eis. mein Haus, so eine kleine Hütte. Was? So, ihr Lieben, ich beende hier das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten. Tschüss.